Moin moin und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von George Share. Heute machen wir ein Update zu einem Video, was wir vor ungefähr einem Jahr gemacht haben. Da geht es um den Vergleich von Solarmodulen. Und der George, der hat mir das gesagt, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Darum müssen wir ein neues Vergleichsvideo machen. Und das ist ein Einordnungsvideo. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne Firma ein, die es gibt, die Solarmodule herstellt, weil dann würde das Video wahrscheinlich den Rahmen total sprengen, sondern wir geben eine Einordnung. Und wenn Sie jetzt ein bestimmtes Modell haben, wo Sie sagen, das kommt nicht drin vor, so hilft das Video dennoch, dass Sie einordnen, gehört das zur Oberklasse, gehört das zur Mittelklasse, gehört das in den Low-Budget-Bereich. Und ja, so können Sie einfach wissen, was das Ganze vielleicht auch für Sie bedeutet. Hallo erstmal, lieber George. Ja, hallo Sarah. Was hat sich denn geändert, einfach so mal als Überblick bei den ganzen Solarmodule-Herstellern? Ja, in der Oberklasse ist neben Meyer Burger und SunPower hat sich LG aus dem Markt verabschiedet. Also dieser Hersteller hat seine Solarmodulproduktion eingestellt. Und in der Mittelklasse, warum? Das weiß man nicht so. Das kann verschiedene Gründe haben. Also man weiß es nicht. Ja. Haben die auch nicht kommuniziert. In der Mittelklasse haben wir ja viele auch deutsche Anbieter, eher kleinere Anbieter, die können nicht liefern. Also die Jahresproduktion ist bereits komplett ausverkauft. Dazu muss man wissen, dass halt immer noch 90% vom Weltmarkt aus China kommt und nur 10% hier. Und durch den aktuellen Boom, den man ja merkt beim Material und bei der Arbeit, ist die deutsche Produktion ausverkauft. Und hier wäre es jetzt an der Zeit, wirklich vorwärts zu machen und diese Produktionen, die wirklich große Betriebe wieder in Europa anzusiedeln. Ja. Und hat sich auch im Low-Budget-Bereich was getan? Ja, im Low-Budget-Bereich. Ich nehme nicht an, dass Sie die Videos gucken, aber Sie haben nachgezogen. Wir haben ja vor einem Jahr kritisiert, dass die Produktgarantie tiefer ist beispielsweise. Nur 15 Jahre. Trina, ein Hersteller aus China, der bringt jetzt ein Doppelglasmodul, das S-Plus nennt sich das. Und Sie geben hier 25 Jahre Produktgarantie. Also hier sind sie nachgezogen, auch bei der Leistung. Dieses neue S-Plus-Modul wird 420 Watt haben, ab September erhältlich sein. Und Meyer Burger jetzt als Beispiel wird dieses Jahr das 400-Watt-Modul nicht mehr auf den Markt bringen, oder? Also man sieht hier, die haben nachgezogen und China kann diese Module liefern. Jetzt hast du klassifiziert. Du hast gesagt, es gibt die Oberklasse, du hast gesagt, es gibt die Mittelklasse und die Low-Budget-Klasse. Für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, das hat vor allem preisliche Unterschiede. Also in der Oberklasse sind wirklich die sehr, sehr, sehr teuren Module, meistens auch die, die in Deutschland hergestellt waren oder hergestellt sind. Du hast es gerade angesprochen. Dann gibt es in der Low-Budget-Klasse viele Hersteller aus dem chinesischen Bereich. Vor einem Jahr, das Video, was ihr euch auch gerne anschauen könnt, das ist hier nochmal verlinkt, da hattest du, ja, ich sag jetzt mal, die Chinesen kamen nicht so gut dabei weg. Du hattest die so ein bisschen schlecht bewertet. Du hast gesagt, vor allem wegen der Produktgarantie. Es gibt ja die Leistungsgarantie. Wie viel Leistung ist nach einigen Jahren noch rauszuholen? Da sagst du, das ist eigentlich nicht so relevant. Die Produktgarantie ist relevant. Und die war damals zwischen 12 und 15 Jahren, hast du jetzt gesagt, die haben nachgezogen. Die haben das auch so wie die deutschen Hersteller. 25 Jahre geben die auf einmal Produktgarantie. Und damit haben die ihren Nachteil komplett verbessert. Ist das so, kann man das so sagen? Ist es so richtig, dass jetzt auf einmal doch nach China geguckt wird, wenn es um das Thema geht, Solarmodulehersteller? Ja, also diesen Nachteil haben sie verbessert, eindeutig. Dann haben sie die Preise gehalten im Gegensatz zur Mittelklasse, also vor allem die deutschen Hersteller. Die sind 30% hochgegangen mit dem Preis. Die Chinesen nur ein paar wenige Prozent. Also wir haben hier wieder einen deutlichen Preisunterschied zwischen der Budgetklasse und der Mittelklasse. Ich persönlich würde mir wünschen, dass eben viel mehr wieder Produktion in Europa hochgefahren wird, dass wir das jetzt, diesen Solarboom nutzen,
um die Industrie, die es einmal gab. Man darf nicht vergessen, in Deutschland war mal Weltmarktführer in der Herstellung von Solarmodulen. Wir hatten, Wann war das? Ja, das war so bis etwa 2012, hatte Deutschland 120.000 Arbeitsplätze. Und die Regierung hat da entschieden, dass sie die Förderung ja in noch kürzester Zeit runterfahren und da sind 100 Arbeitsplätze wurden da sozusagen wegradiert. Und die ganze Industrie ist nach China abgewandert. Und es wäre schön, wenn wir jetzt ein bisschen zurückkommen. Ich denke, die Leute sind bereit, etwas mehr zu bezahlen, also für eine deutsche Produktion. So diese 30%, oder, sind sie bereit. Allerdings ist halt eben die deutsche Produktion ist dieses Jahr und wahrscheinlich auch anfangs nächstes Jahr nicht lieferbar, außer Meier. Was meinst du mit den 30%? Da musst du, glaube ich, noch mal weiter abholen. Der Wertpreis ist etwa 30%, oder, zwischen einem chinesischen Modul und einem deutschen Modul, aktuell, oder, so. Wenn man natürlich die Menge erhöhen würde, oder, also wieder eine rechte Produktion, den Ausstoß oder in Europa erhöhen würde, würde wahrscheinlich diese Preisdifferenz auch kleiner werden oder so. Also es liegt daran, jetzt vor allem, um das mal vielleicht einzuordnen, wir haben die Krise, wir schaffen es einfach nicht so schnell hier in Deutschland nachzuproduzieren. Die Nachfrage ist unheimlich hoch und da schafft man es einfach nicht so schnell jetzt zu produzieren. Das habe ich so quasi richtig auf den Punkt gebracht, oder? Wie könnte man das mal erklären, warum das so ist, warum diese krassen Preisunterschiede jetzt da sind? Also sicher so, dass die Mengen, die man überhaupt produzieren kann in Deutschland, sind wesentlich geringer. Wie gesagt, etwa 10% vom Weltmarkt. Und das ergibt etwas höhere Preise. Also ergibt sicher auch höhere Preise wegen den höheren Löhnen etc. Bis zu einem gewissen Grad ist der Einfamilienhausbesitzer bereit, etwas mehr zu bezahlen, oder? Zurzeit haben wir nur die Situation, dass sie gar nicht liefern können. Also wir können gar keine sozusagen Module aus der Mittelklasse, können wir gar nicht kaufen, wir können sie gar nicht liefern, oder? Und dann haben wir sofort, wir haben entweder die Budgetklasse oder wir haben die Oberklasse. Und da ist dann halt der Preisunterschied schon markant. Also für so eine 8-Kilowatt-Anlage, ob ich jetzt ein Trina-Modul nehme oder ein Meyerburger-Modul. Trina-Modul aus China, Meyerburger Deutschland. Wie groß ist der Preisunterschied bei beiden Modulen? Also für 20 Module 400 Watt, 8 Kilowatt, etwa 3.000 Euro. Auf die ganze 3.000 Anlage. Euro ja. Unterschied, also für die Anlage 3.000 Euro mehr oder weniger. Ich finde, das macht ja schon was aus. Ne? Da fehlt die Mittelklasse, oder? Also so 1.000 Euro mehr, ja, das denke ich, würde man sich in Kauf nehmen. Made in Germany, regional produziert und so weiter. Meine immerhin, Meyerburger macht ja auch die Zelle hier, muss man nochmal betonen. Das ist sicher ein sehr großes Vorbild. Aber wir werden halt eine bestimmte Kundschaft haben, die bereit ist, diesen Premiumpreis zu bezahlen von Meyerburger. Und die anderen werden ein Budgetmodul kaufen oder allenfalls ein Modul aus der Mittelklasse, die wir aber derzeit nicht erhalten. Das ist unser Problem. Oder? Mittelklasse ist quasi nicht lieferbar. Jetzt gehen wir mal spezieller rein in die Oberklasse gegen die Budgetklasse. Wir haben jetzt gerade gesagt, die Produktgarantie ist eigentlich kein Unterschied mehr. Worin besteht der Unterschied, außer dass die Oberklasse häufig in Deutschland produziert? Du kannst ja jetzt auch mal ein paar Namen nennen. Einen haben wir ja schon genannt, Meyerburger, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar weitere. Und worin besteht eigentlich jetzt der Unterschied? Worauf soll ich achten, wenn ich jetzt neue Solarmodule aufs Dach brauche oder vielleicht alte reparieren muss oder? Also gerne mal da ein paar Inputs. Also wen es noch gibt in der Oberklasse, sind die SunPower-Module. Das waren bis anhin immer die Wirkungsgradkönige. Die hatten immer den besten Wirkungsgrad. Also auf einen Quadratmeter Sonneneinstrahlung kommt jetzt ein SunPower-Modul auf über 22% Wirkungsgrad. Und da diese sozusagen, das lassen sie sich nicht nehmen, diesen Vorsprung. Das lassen sie sich aber auch sehr fürstlich bezahlen. Also diese sogenannten Max-Module von SunPower, die kosten noch mal weit mehr als ein Meyerburger-Modul. Also das muss man sich schon bewusst sein. Aber da sind wir irgendwo bei 430, 35 Watt Modulen, die jetzt da erhältlich sind oder so.
Ich habe mir damals gemerkt, Wirkungsgrad, man kriegt ungefähr ein Fünftel raus. Du hattest da immer so eine Zahl rund um die 20%. Aber da wird ja auch entwickelt. Schafft man jetzt mit den wirklichen Hochleistungsmodulen mittlerweile ein bisschen mehr als die 20%? Das war schon das Hochleistungsmodul. Also die 22%, das sind immerhin 10% mehr. Man muss sich hier bewusst sein, also irgendwo das Ende der Fahnenstange ist irgendwo bei 30% und wir werden jetzt pro Jahr vielleicht 1-2% Steigerung sehen. Aber diese monokristalline Technik, die ist irgendwann physikalisch, kann die nicht mehr als diese 30%. Da müssen dann schon neue Technologien kommen, dass wir da über die 30 kommen. Aber in den nächsten 10 Jahren werden wir uns in diesem Bereich bewegen. So. Meyer-Burger hat beispielsweise einen sehr tiefen Temperaturkoeffizienten. Das ist dann sehr entscheidend, wenn es sehr heiß ist draußen, weil man dazu wissen muss, dass wenn die Module aufgeheizt werden, dass sie weniger Ertrag haben. Wenn je tiefer dieser Temperaturkoeffizient ist, desto weniger sind diese Verluste, wenn es sehr heiß wird. Man sagt so 0,4 ist nicht so toll, 0,2 ist schon besser, ne? So. Richtung 0,2 ist dann schon sehr gut, 0,4. Was jetzt Trina gemacht hat, sie sind nicht die Besten in all diesen Bereichen, aber sie sind beispielsweise sehr nahe dran, oder? Mit irgendwie 21,7% Wirkungsgrad und 0,31 Temperaturkoeffizienten. Sie sind überall ein bisschen besser geworden und das zu einem wirklich, ja, man kann schon sagen, wirklich zu einem Hammerpreis, oder? Du bist jetzt in die Budgetklasse gesprungen, nur dass wir es einmal kategorisieren, weil für dich ist das alles so klar. Also das ist jetzt gerade die Budgetklasse, da hast du gesagt, okay, die sind nicht überall die besten, so wie in der Oberklasse, da versucht man halt schon das obere Niveau zu erreichen, sowohl mit dem Temperaturkoeffizient, nochmal je niedriger, desto besser, wie auch mit dem Wirkungsgrad. Ab 22% sagen wir dann schon, das ist schon ganz gut jetzt im Moment, sondern die versuchen in der Budgetklasse so ein gutes Mittelmaß irgendwie hinzukriegen. Kann man das so sagen? Kann man das so zusammenfassen? Genau. Zu einem sehr attraktiven Preis und das würde ich mir in der Mittelklasse auch ein bisschen wünschen, oder? Mehr Produktion und dadurch auch attraktivere Preise. Das fehlt zurzeit wirklich, ja. Jetzt hatten wir noch einen Hersteller, der komplett vom Markt verschwunden ist. Da hast du, glaube ich, sogar noch ein altes Modell bei dir liegen. Was ist da passiert? Das sind eben diese LG. Das Markenzeichen von LG war, dass sie hier diese 12 Busbars hatten. Also das sind diese ganz feinen Striche. Ich weiß nicht, ob man die sieht, oder? So, das war immer ein bisschen das Markenzeichen von LG. Aber offensichtlich hat dieser Technologievorsprung nicht wirklich gereicht, oder? Wir haben jetzt einen Trend, dass diese ganzen Solarzellen, hier sieht man die nochmals, die ganzen Solarzellen, hier ist wirklich eine ganze Zelle, oder? Die werden jetzt zusätzlich noch halbiert, also neu sind auf dem Markt diese Halbzellenmodule, das ist die eine Technik. Und was SunPower auch sehr geschickt gemacht hat, sie haben nicht nur dieses sehr teure Hochleistungsmodul, sondern sie haben auch ein Modul gebracht in der Mittelklasse, das SunPower Performance. Übrigens, wo sie führend sind, ist in der Ästhetik, weil genau diese Sammelleitungen, die hat SunPower auf die Rückseite genommen. Das heißt, die Oberfläche ist durchgehend ganz schön schwarz. Also ist hier schon sehr fein, aber bei SunPower sieht man überhaupt keine Sammel. Jetzt müssen wir das nochmal genau sagen. Das, was du gerade gehalten hast, das gibt es nicht mehr. Das ist LG. Das ist quasi, wenn man so will, alte Technik, alte Module. Das Neue hat da jetzt zum Beispiel SunPower hat was Neues gemacht und das hast du jetzt aber gerade im Moment noch nicht, weil das ist, wird halt sofort verbaut, richtig? Ja, wir haben jetzt noch keine Muster davon, dass diese kleinen handlichen Muster, ein Modul ist ja nicht so groß, sondern ein Modul ist irgendwie 1,10 Meter auf 1,70 Meter. Auch da gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Proben, ja. Na, ja. Sehr cool. Das heißt, da jetzt auch, höre ich so ein bisschen raus, SunPower lobst du da jetzt gerade sehr als möglicherweise eine gute Alternative? Ja, weil die haben mit der Performance-Klasse auch zum Mittelklassepreis haben sie ein Modul herausgebracht. Also sie sind nicht nur in der Oberklasse, sondern sie haben eine zweite Serie in der Mittelklasse gebracht. Da wenden sie die sogenannte Schindeltechnik an. Schindel deshalb, weil sich die Zellen leicht überlappen.
so und sehr aufwendiges, also man muss das Verfahren beherrschen, aber man, wenn man es beherrscht, kommt ein günstigerer Preis raus, so und sehr attraktive Geschichte leider, auch nicht lieferbar. Also das ist zurzeit in der Mittelklasse das große Problem, oder? Also vieles von dem, was du jetzt auch ja, sehr gut bewertest aus deiner Sicht als Experte, ist einfach nicht lieferbar im Moment. LG ist vom Markt verschwunden. SunPower, sagst du nochmal bitte, das Modell ist im Moment auch nicht... Performance. Performance ist im Moment auch nicht lieferbar. Das heißt, ich kann im Moment, muss ich eigentlich entscheiden zwischen Low Budget oder Hochpreis, weil nur die beiden sind lieferbar. Das andere ist im Moment weg vom Markt. Kann man da sagen, wann das wieder kommt? Kann man das irgendwie errechnen oder so? Das ist relativ schwierig, aber eine Entspannung wird wahrscheinlich frühestens in einem Jahr stattfinden. Also Mitte bis Ende 2023. Das ist ein bisschen abhängig von der Strategie von China mit Covid und Ukraine-Krieg und so weiter. Ja. Okay. Dann machen wir doch jetzt mal ein Fazit für die, die sagen, ich möchte auf jeden Fall was sehr, sehr Hochwertiges haben. Ich bin auch bereit dafür, wirklich mit in die Tasche zu greifen. Du sagst, hast es ja eben gesagt, so plus minus 3.000 Euro mehr oder weniger ist so der Unterschied. Sag mal bitte als Fazit Oberklasse, was ist da für dich der Testsieger und warum und halt Low Budget, weil das andere ist ja nicht lieferbar. Ja, also Oberklasse ganz klar Meyer Burger. Sie produzieren die Zellen in Deutschland, sie produzieren das Modul in Deutschland, ist ein Premium-Modul, das muss man sich bewusst sein, aber wenn man das verbaut, hat man wirklich etwas sehr Gutes, was Qualität und Made in Germany anbelangt. Wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, trotzdem halt eine Photovoltaikanlage sich anschaffen, dann bieten sich Hersteller an wie Trina, die jetzt nachgezogen haben mit diesem S-Plus-Modul, ebenfalls 25 Jahre Produktgarantie, Doppelglasmodul, was auch ein gewisser, von der Stabilität her, eine gewisse lange Lebensdauer verspricht und auch von den Leistungsklassen her 415, 420 Watt. Da sind wir doch, ja, das ist eine sehr schöne Leistung, da müssen die anderen eben erst wieder mal nachziehen, bis sie auf diese Leistung kommen, zu einem sehr guten Wirkungsgrad von 21,7%. Ja. Mega interessant. Eine Frage noch, da du ja die Dinge verbaust, reparierst, auseinandernimmst. Mit was gehst du am liebsten um? Also ganz persönliche Einschätzung mal von dir als Mitarbeiter in dieser Branche. Ja gut, der Trend ist ein bisschen, wenn du jetzt meine Mitarbeiter fragen würdest, leider werden die Module etwas größer und etwas schwerer. Und die hätten natürlich lieber, wären lieber bei den kleineren Modulen geblieben. Ansonsten, vom Verbauen her ist es kein Unterschied, ob wir jetzt ein Meyer Burger Modul verbauen oder ein Trina Solar Modul verbauen. Ich hoffe nur, dass die Module jetzt nicht noch größer werden und noch schwerer pro Stück oder so. Falls uns ein Solarmodulehersteller zuhört, das ist bitte der Appell für die Mitarbeiter aus dieser Branche. Nicht zu groß. Es kommt mir jetzt gerade so vor wie bei den Koffern, ja, wo ja auch immer weniger Gewicht pro Koffer gemacht wird. Das hat ja auch so gewisse Gründe. Also vielleicht kommen wir da ja irgendwann hin, dass es auch für die Mitarbeiter angenehmer wieder wird. Ja, dann wünsche ich allen jetzt hoffentlich gute Vergleiche. Vergleicht nicht nur den Preis, ihr habt es gehört, guckt euch auch Temperaturkoeffizienz an, guckt euch Wirkungsgrad an, guckt euch an, wo die Teile hergestellt werden, wie die Produktgarantie ist. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr möchtet, dann kommentiert gerne dieses Video, leitet es weiter, stellt auch Fragen. George beantwortet die auch oder sein Team. Also fühlt euch eingeladen und wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß. Ciao. Danke. Tschüss.